Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag. Gestern zunächst etwas leichtere Kurse, nichts Nennenswertes. Am Nachmittag ging es wieder nach oben und so heute Morgen ein erneut freundlicher Start. Über 6.550 Punkte, die 6.600 in Reichweite. Eine wichtige Marke bei 4 mal der 6.666 und dann das Ziel für das Sommerhoch im Bereich 6.700, 6.720. Hier sollte für dieses Jahr der Deckel drauf sein. Nach unten Unterstützung bei 6.450, also für heute ein recht überschaubarer, wenn auch gleich wieder positiver Tag. Der Empire State Index gestern aus den USA war etwas besser als die Erwartungen. Die Einzelhandelsumsätze haben enttäuscht. Hier waren es minus 0,4% statt erwarteten plus 0,2%, also kein Grund für Euphorie. Es sei denn, man hofft auf neues billiges Geld von der amerikanischen Notenbank. Und darauf hofft man vermutlich auch nicht umsonst. Der IWF hat auch wieder Gas gegeben und diktiert der EZB inzwischen, was sie zu tun hat. Ich dachte, die wäre mal unabhängig, aber sei es drum. Der IWF hat ganz klare Vorgaben, was die EZB gefälligst zu machen hat. So hat sie die Staatsanleihenkäufe massiv hochzufahren. Sie hat großvolumige Geldspritzen zu vergeben. Und des Weiteren sollte man in Europa endlich mal zusehen, dass der ESM schnellstmöglich Geld direkt an die Banken geben kann und nicht den Umweg über die Staaten machen muss. Das Thema hatten wir nur gestern mit Herrn Schäuble schon. Der IWF hat festgestellt, dass die bisherigen Billionen der Europäischen Zentralbank bislang völlig verpufft ist und eine Abschwächung der Wirtschaft in der Eurozone im zweiten Quartal zu erwarten ist. Na, welche Überraschung. Und deshalb müsste die EZB jetzt mal ordentlich Gas geben und nicht nur so klein-klein wie bisher. Auch ein Quantitative Easing sollte hier nach US-amerikanischem Vorbild endlich mal umgesetzt werden. Also ganz klare Aussagen des IWF, was die EZB zu machen hat. Nun gut, wir sind es ja inzwischen gewohnt, dass uns andere die Gesetze vorschreiben. Auch Merkel schießt ja da heute wieder in die gleiche Kerbe. Karlsruhe entscheidet, wo wir gerade bei Gesetzen sind. Karlsruhe entscheidet am 12. September über den ESM, zumindest mal über die Eilanträge. Also da haben wir noch einige Tage Zeit und mal sehen. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass das Gericht sich diese Zeit nimmt und sagt, Moment mal, hier geht Genauigkeit vor Schnelligkeit, Märkte hin, Krise her. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Das ist sehr positiv zu vermerken. Ob es am Ende tatsächlich den ESM stoppt, sei mal dahingestellt. Natürlich bringt es jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Das Geld aus dem EFSF, was dort abgezogen wird, reicht zumindest so lange, solange Italien nicht runterschlüpft. Und je mehr aus diesem EFSF abgezogen wird, umso mehr haftet Deutschland. Also für uns wird es hier jeden Tag spannender. Spaniens Industrieaufträge mittlerweile 3,7% minus gegenüber dem Vorjahr. Auch hier sieht es richtig berauschend aus. Ben Bernanke, da werden die Märkte heute Mittag drauf schauen. Ben Bernanke hat eine halbjährliche Anhörung im US-Senat und dort äußert er sich zur aktuellen Situation, zu seinen Erwartungen für die Zukunft und daraus versucht man immer wieder mal zu lesen, was er denn demnächst an Entscheidungen in der Notenbank mit treffen wird. Also deshalb heute Nachmittag das Augenmerk auf Bernanke. Augenmerk für die Apple-Jünger auf den Herbst. Auch hier soll es wieder ein heißer Herbst werden. Die Gerüchte sagen, dass das iPhone 5 im Herbst rauskommen soll, im September möglicherweise schon. Man liest an der Nachfrage nach Nano-SIMs, diese ganz kleinen SIM-Karten, die in die Handys reinkommen. Da gibt es beim iPhone 5, so hört man, ganz neue, sehr, sehr kleine und die Telekom-Anbieter, die rüsten sich schon auf und kaufen in großem Stil bei den Herstellern diese Nano-SIMs. Also von daher geht man davon aus, dass die Einführung dieses iPhone 5 für den Herbst geplant ist. Also wieder mal für die Apple-Fanatiker wieder ein spannendes Datum. Im Laufe des Tages eine Menge neue Zahlen. Wir machen sie der Reihe nach mal durch, zumindest die wichtigsten. Gleich um 11 Uhr gibt es aus Deutschland den ZEW-Konjunkturindex, der sagt, was denn die Finanzexperten für die nächsten Monate erwarten. Naja, die lassen sich in der Regel von der aktuellen Entwicklung der Aktienmärkte mehr beeindrucken als von sonstigen Daten. Dann eine ganze Reihe aus Unternehmensaktien. Unternehmensdaten hier 13.30 Uhr, Coca-Cola bei Cashkurs Trends mit dabei fürs zweite Quartal, Goldman Sachs um 13.30 Uhr, Johnson & Johnson 13.45 Uhr, dann aber auch Zahlen aus der amerikanischen Konjunktur, die Realeinkommen um 14.30 Uhr, ebenfalls die Verbraucherpreise, etwas später Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und zum Nachmittag hin nochmal die Hauspreisindizes. Also ein ganzer Reigen heute an Wirtschaftsdatenmaterial, die zu verarbeiten gilt. Thema Absicherung, wir hatten es immer wieder mal angesprochen.
ist ein ständiges Thema hier auf Cashkurs, wie man seine Bestände absichert. Vor allem jetzt interessant, wie man sie auch vor dem Urlaub absichert, dass man nicht wie letztes Jahr in Urlaub fährt und 2 Wochen später plötzlich vor einem 30% niedrigeren Depot wieder zurückkommt, sondern wie man hier die Absicherung vornimmt. Ich habe dazu nochmal jetzt einen Artikel geschrieben, der jetzt heute Morgen auch gleich auf die Seite kommt, wo ich nochmal versucht habe, es ganz einfach darzustellen und auch nochmal mit ein paar Screenshots, wie man das am besten darstellen kann. Ich hoffe, dass damit noch viele, viele offene Fragen sich klären. Vielleicht auch, wenn danach noch Fragen sind, können wir die gerne auch noch mit aufnehmen, sodass dieses Thema immer wieder aufgerollt wird. Also hier nochmal eine Detailanleitung, wie man sein Depot für den Urlaub absichern kann, jetzt im Laufe des Tages noch online. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen erstmal einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.